Was geht? Ich bin einfach froh. Herzlich willkommen zum 13. Tag. Heute wollen wir nach Tschechien fahren und zum Kuhstall. Dort wollen wir nochmal einkaufen, weil mein Vater sich dachte, ich kaufe mir nochmal einen Rucksack für gut und günstig. Ich esse wieder Frühstück, Leute. Heute habe ich hier wieder normale Sahne diesmal. Gurken, zwei Eier, diesmal eine Honigmelone und ein Brötchen. Natürlich auch wieder hier Johannisbeersaft. Das wissen wir nicht heute schon wieder. Und wir haben wieder Kaffee. Wir sind in Tschechien hier wieder angekommen. Essen ist hier schon Mittag. Klöße. Heute mal Ente mit Rotkohl. Wir waren schon wieder einkaufen. Ich habe mir neue Schuhe gekauft. Und noch ein Nike-T-Shirt auf entspannt. Und meine Eltern sich einen neuen Rucksack. Wir haben ein bisschen hier rumgelaufen. Mal gucken, ob wir in der Kuhstall noch schaffen. Wir haben den Plan ein bisschen geändert. Sind erst hierher gefahren. Wenn das Wetter dementsprechend noch gut ist. Ist nämlich Regen angesagt. Ja, gucken wir mal. Sind wir hier nach Tschechien in Deutschland. Essen jetzt hier Kaffee und Kuchen. Ich habe hier so einen wunderschönen Kirschkuchen, Cappuccino mit einem Keks. Wir haben uns entschieden, nicht mal zum Kuhstall zu gehen, weil das einfach alles zu spät wird und wir da so lange Zeit verplempert haben, weil wir da hingelaufen sind, da noch geguckt haben und dann geht die Zeit auch schon rum. Und dann fahren die Züge nicht ordentlich und die Busse fahren nicht ordentlich und das verplant den ganzen Tag, wo wir eine gute Stunde schon auf seinen Bus warten und wir müssen noch Sachen packen. Wir essen jetzt hier das letzte Mal in Turmerk unser Essen. Wir haben hier heute mal richtig geiles Essen. Heute haben wir Omelette mit Pfefferling, Salat und Bohnen. Natürlich dazu unsere große Radler. Ich habe noch nie, glaube ich, was gegessen mit Pfefferling. Das ist das erste Mal. Also Pilze habe ich schon mal gegessen. Aber Pfefferlinge mit Ei. Sachen sind schon gepackt. Später packen wir noch die Sachen weiter, weil ich muss später meine Technik einpacken, weil heute Nacht. Waschzeug packe ich auch erst später ein. Weil ich das morgen früher noch brauche. Hier in der Jugendherberge nach unserem Abendbrot. Wir haben hier noch eine leckere Postkarte bekommen. Da sieht man nochmal die beiden. Und das ist mir ein Familienbetrieb. Dann schreibe ich noch einen Koch. Ich weiß es nicht. Das Omelette sehr lecker. Ich habe es noch nie gegessen. Mal ausprobiert. Und war gut mit den Pfefferlingen und dem Ei. Ja, heute haben wir nicht viel gemacht, Leute. Heute waren wir in Tschechien. Haben dort eingekauft. Ich packe auch hier die Sachen, weil das ist der letzte Vlog, den ihr hier heute seht. Den ich hier schneide in der Jugendherberge Bad Schandau. Um die Uhrzeit werde ich wahrscheinlich schon live sein oder wir werden auf der Autobahn sein, je nachdem wie der Verkehr ist. Wenn Stau ist, dann haben wir Probleme. Wenn nicht, kommen wir gut durch. Ich weiß es nicht, wird man sehen. Morgen geht es auf jeden Fall nach Hause. Das ist der morgige Plan. Und dann wird es morgen noch ein letztes Mal gefrühstückt. Denkt noch auf jeden Fall an den NOD Studios Rabatt, Leute. Einfach Flo, 27.07. 15% auf alles im gesamten Shop. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Nacht, Leute. Haut rein, gute Nacht.